Check it. Sieht sehr professionell aus auf jeden Fall. Ja. Herzlich willkommen zu einer neuen 10-Zutaten-Challenge. Wir sind hier wieder im Maki-Kochstudio mit der lieben Hanna von Klein aber Lecker. Und wir kochen eine 10-Zutaten-Challenge mit Zutaten, die wir nicht kennen. Da sind sie drin, in dieser heiligen Box. Oh. Wollen wir sie zusammen aufmachen? Ja, okay, mach sie mal. Ich hasse Staunzellerie. Aber wenn man den gut zubereitet, dann geht das. Wir schneiden den ganz fein. Okay, ich nehme den mal ab. Was haben wir noch da drin? Eine Aubergine. Finde ich ganz gut. Ja. Schokodrops. Oh. Oh, geil. Und dazu Fleisch. Ein Steak oder was? Ja, Rinder Steak. Ja. Mhm. Und dazu gibt es Zuckerschoten Sweet Chili Chicken. Das ist sehr geil. Das ist auch so eine Würzpaste, die können wir dann in die Pfanne nehmen zum Braten, weil da ist schon das Öl drin. Ich liebe Würzpaste. Da hat jemand mitgedacht. Danke. Ich liebe sowieso die Pasten von Maggi. Oh, wir haben Zitronengras und zwar nicht zu wenig. Darf ich riechen? Oh, sorry. Okay. Weintrauben, und zwar a lot. Ach du meine Güte. Und dann haben wir irgendwie Sahne in Peanut Butter. Sahne in Erdnussbutter. Aber Erdnussbutter crunchy. Geil, immerhin. Oder? Wieso haben wir Sprühsahne? Das habe ich das letzte Mal als Kind benutzt, mal früher. Hast du das auch mal gemacht? Ja. Da habe ich mir das immer so reingemacht. Und Nudeln. Okay. Ja. Alles kriegen wir hin. Bestimmt. Es wird ausgefallen, aber das kriegen wir hin. Dürfen wir eigentlich Wasser nehmen jetzt für die Nudeln? Weil eigentlich dürfen wir kein Wasser nehmen. Okay. Aber wir dürfen, es wird genickt. Wir dürfen Wasser nehmen. Ja, also das kommt schon mal in die Pfanne. Dann könnten wir das Fleisch. Schneiden wir ein bisschen in Streifen. Rinderstreifen. Vielleicht machen wir auch so ein Rinderfiletstreifen. Steak einfach. Oder ein Steak. Irgendwie so, irgendwas sollten wir einschmieren mit der Peanut Butter. Wir könnten das Fleisch erstmal in dieser Paste anbraten. Dann machen wir das Fleisch in den Backofen, dass es da drin kurz ruhen kann. Ja. Und dann machen wir in der restlichen Pfanne das Gemüse, die Weintrauben, Erdnussbutter und Schokolade. Naja, mit der Sahne und der Schokolade kann man ja auch eine Art Soße machen, theoretisch gesehen. Und dann machen wir die nur ganz, träufeln die nur so ganz fein drüber. So, wir machen so Pünktchen so auf dem Teller, so Cousine-mäßig. Genau. Wir braten das einfach da drin an. Das Steak an sich, in ganz nur so einen Esslöffel. Und dann machen wir die Erdnussbutter drauf. Dann machen wir einen Hauch Erdnussbutter, dann machen wir sie im Backofen. Ah ja, okay. Und dann ist es so voll fancy Asia-Steak-mäßig. Sounds like a plan. Okay, let's go. Machen wir jetzt mal ein bisschen von der Pfanne in die Pfanne. Klein? Ja, klein. Ja. Ist gut, ne? Ja. Aubergine ist fertig. Perfekt. Ja, Sellerie und Zitronengras. Mhm. Kann man auch schneiden. Ich habe noch nie mit Zitronengras gekocht. Echt? Mhm. Ich mag es eigentlich ganz gerne. Ich habe mich schon wieder eingesaut. Wo fange ich da an? Oben oder unten? Also ich würde die äußerste Schicht abmachen. Mhm. So. Und dann würde ich es eigentlich nur so ein bisschen kleiner schneiden, weil ich würde... Oh, jetzt duftet es. Ja, ne? Ich würde es dann rausholen, nämlich hinterher. Ich würde es quasi mit dem Gemüse und so kochen. Okay. Und dann holen wir es hinterher wieder raus. Okay. Ja. Du kannst es eigentlich nur so halbieren oder dritteln und dann nochmal so längs aufschneiden. Ja. So? Ja. So? Ja. So? Ja. Perfekt, mach ich wunderbar. Und jetzt längs aufschneiden, oder was? Ja. So. Nee, Salz haben wir keins. Stimmt. Naja. Ja, gut. Ich salze meine Nudeln eh fast nicht. Fast nie. Es ist ja eh viel gesünder. Ja? Gut. Dann mach nicht alles, oder? Falls es nicht gut schmeckt, weißt du? Ja. Ja, okay. Passt. Reicht schon, glaube ich. Haben wir jemals was gemacht, was gar nicht lecker war? So, ja, wir haben mal was gemacht. Als wir gegeneinander angetreten sind, es ist nie eine gute Idee, uns beide zu trennen. Das war richtig eklig, was wir da gemacht haben, weißt du noch? Meinst du, beide waren eklig oder nur eins? Ja, aber es war nicht schön, das echt. Beide waren eklig. Stimmt. So Video in der Infocard. Ja, es kann schon in den Backofen. Meinst du? Meine ich. Okay. Ja. Dann können wir nämlich mit der Soße weitermachen. Ich mach, was du sagst. Ja, sehr gut. Jetzt nicht reinstecken. Ich mag das, wenn du machst, was ich sage. Und ab mit dir. Und den Staudensellerie, wie groß die Stücke? So hier, ne? So. Ja. Mhm. Ja. Wie würde man die Paste eigentlich machen? ja, auch in die Pfanne erstmal geben. Und dann kommt, ich glaube, Hähnchenbrust kommt mit rein. Ja, Sweet Chili Chicken, clever. Ja, makes sense. Und dann verschiedenes Gemüse. Also was ich halt cool finde, dass man halt immer variieren kann. Also das quasi Gericht, was auf der Verpackung steht, ist dann halt eben mit Zuckerschoten,
und Hähnchen, aber du kannst natürlich auch alles Mögliche damit machen. Das ja, mache ich eigentlich wie zu Hause. Jetzt zum genau. Beispiel. Ich mache tendenziell immer Resteverwertung. Alles in eine Pfanne. Mhm. Oder? Ja. Ja. So, dann mache ich jetzt mal die Schokosoße und den kleinen Topf. Okay. Das wird spannend. Genau meins, ne? Ja. Also es hat einfach so eine Säure schon im Geruch. Ja, ne? Ich liebe das. Und aber auch so, es riecht Asia, Asia-Style. Ja. Es ist halt so leicht scharf, aber auch süß. Irgendwie. Ja, süß-sauer, süß-sauer. Genau. Oh. Ein Traum. Ich mach mal ein bisschen Erdnussbutter auf unser Steak. Ja, mach das. Check it. Sieht sehr professionell aus auf jeden Fall. Ja, ich war mal in meinem früheren Leben, war ich mal Bartender. Sahne-Shake? Ja. Sahne-Shake, ja. Mach mal Sahne. Das Steak geht vor. Danke. Yes! Ich fühle mich ein bisschen wie ein Rocker. Total. Die Sahne ist jetzt auf jeden Fall schon fast flüssig, also kann ich jetzt gut die Schokolade dazugeben. Guck. Stimmt. Na, why not? Ich glaube, das wird gut. Knapp. So, jetzt fehlen noch die Weintrauben für die Pfanne. Schade. So, Streifchen. Ja. Scheibchen. Ja, also generell bin ich schon ein bisschen skeptisch immer mit Obst herzhaft kochen. Ja, das stimmt. Ne, zum Beispiel Ananas auf der Pizza oder sowas mag ich gar nicht. Oh, ich auch nicht. Nee. Aber es kann schmecken. Ah, guck mal, ich schmilz schon. Oh. Leute, schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr aus den Zutaten machen würdet. Mmh. Das wird Vögelchen. Vielen Dank. Okay, du probierst das Fleisch, ich die Nudeln. Okay. Also die Soße habe ich ja schon genascht, die ist unfassbar geil. Die schmeckt so gut. Und die Aubergine kommt halt auch voll gut in der Soße, finde ich. Mmh. 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 Mit der Erdnussbutter. Mmh. Das ist richtig gut. Ich finde die Aubergine so gut in der Soße. Ja, auch voll gut. Man merkt die drauf auch gar nicht so, oder? Mm-mm. Geht eigentlich. Aber das ist gut. Erdnussbutter dazu, auch sehr lecker. Ja. Ist auch eine geile Nudelsauce übrigens. Mm. Wir haben mal wieder alles rausgeholt. Mhm. Haben wir. Aber wir müssen eigentlich noch ein bisschen Schokosauce dazu. Oh, stimmt, die habe ich vergessen. Mal ein Fleisch. Mm. Ich bin total begeistert von der Schokolade mit dem Fleisch. Ja, das ist wirklich geil. Gut, siehst du? Weil die auch nicht so süß ist, nämlich nee, genau. Mm. Ihr könnt hier mal abstimmen, ob ihr gerne mit Obst oder lieber ohne Obst kocht. Mhm. Weil wir sind eigentlich sehr skeptische Obstkocher, wenn es herzhaft ist. Mhm. In dem Fall geht es aber jetzt ist es auch wieder gut gegangen. Ja. Von uns kommen jetzt auch wieder regelmäßig 10 Zutaten-Challenge und weitere findet ihr auch hier drüben. Schaut ihr euch gerne mal an. Genau, und wenn ihr keine mehr verpassen wollt, einfach hier auf Abonnieren klicken. Unbedingt. Bis dann. Tschüss.